Gänsehaut pur mit Adele's Hello. Ich wünsche dir super viel Spaß in diesem Tutorial. Mein Name ist Georg Norberg, dein absolut langjährigster Gitarrenfreund und ich freue mich richtig, dich in diesem Video wiederzusehen. So, besonders die Anfänger werden sich freuen, denn in diesem Lied haben wir es wirklich mit einfachen Standardakkorden zu tun, die ich dir gleich zeigen werde. Das Lied ist insgesamt einen Halbton höher, als wir sonst auf der Gitarre spielen. Und deswegen haben wir hier einen Capodaster, der uns im ersten Bund unsere Saiten verkürzt. Und dadurch spielen wir alle Akkorde im Lied einen Bund weiter oben. Wir haben am Anfang einen E-Moll, den wir mit G-Dur, D-Dur und C-Dur wechseln. Und diese vier Akkorde werden insgesamt achtmal durchwiederholt und schon hast du die Begleitung für den Vers auf der linken Hand zumindest schon mal drauf. Die rechte Hand ist eine ganz besonders schöne Übung für Anfänger, die Saiten sauber anzuschlagen und vor allen Dingen auch die Saiten schön zu treffen beim Zupfen. Wir haben es hier zu tun mit einem Picking, was sich so anhört. Das ist die erste Stufe des Pickings, die man überhaupt lernen kann. Gleichzeitig die Saiten einfach anzuzupfen. Und das Schöne daran ist, wir lernen, mit den Fingern gleichmäßig auf die Saiten drauf zu gehen und diese dann auch gleichzeitig abzuzupfen. Also, dass wir hier einen ganz gleichmäßigen, schönen Klang erzeugen. Und dieser Rhythmus funktioniert am besten, wenn du die Finger alle schon vorbereitend auf die Saiten platzierst. Wie folgt, nämlich mit dem Daumen hier auf die tiefe E-Saite, Zeige, Mittelring auf die G, B und auf die hohe E-Saite. Und dann gibt es hier einen kleinen Trick. Ich gehe mit dem Daumen ein bisschen weiter vor, sodass ich hier einen Abstand habe zwischen Daumen und Zeigefinger und zupfe dann gleichmäßig mit meinen Fingern einerseits in die Hand rein und mit dem Daumen hier am Zeigefinger vorbei. Ja. Sag mir mal im Kommentar, ob das klappt bei dir, ob du diese Technik spielen kannst oder ob das dir Probleme macht. Würde mich einfach mal interessieren. Also wir haben es hier auf dem E-Moll mit der leeren E-Saite zu tun, G, B und E. Das ist also gleich unser erster Akkord, den wir hier spielen. Und die Akkordfolge mit diesem einfachen Zupfmuster hört sich zusammen so schön an. Das kriegst du hin, indem du die Einsätze der Akkorde, die Akkordwechsel, genau platzierst. Wir spielen nämlich folgenden Rhythmus. Wir haben am Anfang den E-Moll auf der Zählzeit 1 im Takt. 1 und 2 und 3 und 4 und also auf 2 und wechseln wir schon auf den nächsten Griff, auf den G-Dur. 1 und 2 und 3 und 4 und diese Rhythmik, die zieht sich durchs gesamte Stück durch. Der D-Dur kommt wieder auf die 1 im zweiten Takt und der C-Dur wird wieder vorgezogen gespielt auf 2 und. Das hört sich so an. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und man kann sich hier auch ganz gut merken, mit den Zeige-Mittel-Ringfinger bleibe ich immer auf den hohen Saiten und der Daumen, der spielt beim E-Moll die tiefe E-Saite, beim G-Dur spielt er auch die tiefe E-Saite. Beim D-Dur spielt er hier die leere D-Saite, das ist die dritte von oben gezählt. Und beim C-Dur spielen wir mit dem Daumen die A-Saite. Das heißt, hier ist wichtig, mit dem Daumen immer die entsprechende Bassseite richtig anzuzupfen. Beim E-Moll und G-Dur ist die tiefe E-Saite, beim D-Dur die D, beim C-Dur die A-Saite. Dieser Abschnitt wird insgesamt achtmal wiederholt und danach geht es in den wunderschönen Pre-Chorus, den ich dir jetzt einmal insgesamt mit vier Takten vorstellen werde. Und unten drunter stehen die Zählzeiten, da ganz genau darauf achten, wann ich welchen Akkord wechsle. Das ist hier ein bisschen speziell an der Stelle. G-Dur, D-Dur, G/B und C. G-Dur, D-Dur und C. Der C kommt eben hier auf der 4 schon im dritten Takt vor. Das heißt also hier sehr stark vorgezogen. Man nennt das antizipiert. 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und wir haben also den C-Dur am Ende ein bisschen verfrüht gespielt, also auf der 4 vom dritten Takt. Und das ist ein spezieller Trick, der im Song auch original so gespielt wird. Also da besonders Acht geben, dass da am Ende dieser C einfach ein bisschen früher kommt, ja, auf der 4. Und das kriegst du am besten hin, wenn du wirklich mitzählst, mit dem Fuß mitklopfst
und diese Stellen auch mal leise vor dich hin summst oder auch einfach den Takt mitzählst. Das bringt ganz viel. Dann kommt der Chorus mit folgenden Akkorden: E-Moll, C-Dur, G-Dur und D-Dur. Und die spielen wir auf genau dieselbe Art und Weise, wie wir es gelernt haben. Wechsel auf 1 und auf der 2 und. Und die Akkordfolge wird im Chorus 8-mal wiederholt. Und dann haben wir noch eine Bridge, die spielen wir auch mit E-Moll, C, D und G. Nochmal. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachspielen und hab ein bisschen Geduld, wenn es nicht gleich klappt mit dem Seitentreffen und den Akkordwechseln. Das braucht am Anfang seine Zeit, aber wie gesagt, das lohnt sich und ich freue mich, dich wiederzusehen im nächsten Video. Bis gleich. Tschüss. Sehr gut, wir zwei haben mal wieder alles gegeben und das mit dir und der Gitarre, das läuft immer besser und besser. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann komm in meinen E-Gitarren-Masterkurs. Das ist die erste E-Gitarren-Grundausbildung, die dich professionell von null in die Band bringt, in 7 Monaten, in sehr, sehr kurzer Zeit. Da ist einfach das systematische, aufeinander aufbauende Lernen der riesengroße Unterschied zwischen dir und zwischen anderen YouTube-Gitarristen, weil du einfach dadurch in sehr kurzer Zeit sehr viel weiterkommst, bis in die Band. Das Beste ist, es funktioniert in jedem Alter und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ansonsten viel Spaß im nächsten Video. Dort gibt es ein paar clevere Gitarrentricks, die du zu Hause sehr leicht umsetzen kannst. Mir hat es wieder viel Freude gemacht heute. Gib dem Video einen Daumen hoch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hau rein, dein Georg Norberg. Tschüss.